nachher neu anfangen. Ist das überhaupt möglich? Die Zuschauerin hat mich das gefragt. Und ich dachte, das ist der Wert, diese Frage ein bisschen nachzugehen. Es scheint wirklich ein Problem zu sein. Das eine ist etwas und das andere ist vielleicht sogar noch der grössere Brocken. Ich habe eine bleibende Erinnerung an eine solche Geschichte. Das war aber noch ein Klavier hier bei uns in der Kirche, das mir gehört hat, ein Yamaha-Flügel. Und ich war ein absoluter Schwärmer für Yamaha-Flügel, weil es die halb akustischen Flügel gegeben, die haben einen Ton gehabt. Vor und nach innen hat es das nicht mehr gegeben. Ich habe das als Erbe von einer früheren Rockband, die ich mitgespielt habe, erwerben können. Und ich war immer sehr stolz darauf, den zu haben. Aber das ist nicht der ganze Teil dieser Geschichte. Die zweite Komponente der Story ist ein Mensch. Das ist ein junger Mann, der mit mir in die Konflager kam, ist mehrmals auf Italien. Er ist dann mit einem sehr teuren Auto, mit einem BMW, auf Italien runtergefahren. Das Auto ist dort unten kaputt gegangen. Ich musste es einfach mal zahlen. Und dann, als es um die Versicherungsabrechnung gegangen ist, schlussendlich war einfach keine Adresse mehr rum von diesem Mann, kein Telefon mehr hat funktioniert. Ich habe festgestellt, dass er einfach untergetaucht ist und schlussendlich habe ich einen Beistand von ihm gefunden oder einen Vormund sogar aus früheren Zeiten, wo man gesagt hat, er macht das gerne so, wenn er in hohen Schulden ist oder ihm eine Geldzahlung droht, dann verschwindet er einfach, dann wissen die Behörden nicht mehr, wo er ist. Und so bin ich mit einigen tausend Franken in der Kreide gestanden und schliesslich ist mir nichts anderes vorgeblieben, als mein Yamaha-Klavier zu verkaufen. Ich das nicht einfach ab der Stange nehmen. Meine letzte Exit-Möglichkeit aus dieser trostlosen Situation. Ich habe mich total betrogen gefühlt, bis ja auch gewesen. Und was dort doppelt schmerzhaft war, ist, dass der Typ vorher noch mit den Kämpfern fromme Lieder gesungen hat. Also, mich eigentlich auf einer christlichen Basis hat hintergangen. Und ich habe ihn dann gesucht. Lange Zeit habe ich die Suche gemacht, bis ich gemerkt habe, ich muss vergeben. Und als ich vergeben habe, habe ich aus einem anderen Grund gesucht. Nämlich für ihn selber aus dem heraus zu helfen, wo passiert ist oder wo er drin ist gesteckt und nach einiger Zeit am Tag sind plötzlich so viele Faktoren zusammengekommen, am Abend am Telefon gehabt und hat er alle Karten auf den Tisch gelegt. Wie ihr gemerkt habt, man kann zwar vielleicht jemandem eine Schuld vergeben, aber das ist nicht alles, es geht um viel mehr. Es geht wirklich um Wiederherstellung von Beziehungen, es geht um Versöhnung, es geht auch darum, dass der andere weiterkommt. Nicht nur, dass eine Rechnung beglichen ist. Und mittlerweile ist auch herausgekommen, dass er sich sogar als Tierarzt hat ausgegeben. Also unglaubliche Sachen erinnern ihm an andere Geschichten, berühmte Geschichten von Hochstapler. Aber schlussendlich hat das Telefon eben stattgefunden und wir haben uns dann auch getroffen. Und es hat eine sehr grundsätzliche Versöhnung gegeben. Es hat viel Gespräch gebraucht und es hat dazu geführt, dass er wirklich aufgeräumt hat mit seiner Vergangenheit. Später haben wir wieder in ein Konflager mitgenommen, weil ich ihm wieder Vertrauen geschenkt habe. Das ist eigentlich der Punkt. Ich habe ihn später sogar getraut und noch später sogar mal als Kind von ihm getauft. Einige sagen, vergeben kann ich, aber noch einmal anfangen mit so jemandem, das geht wirklich zu weit. Und ich muss sagen, wo die über die Herren, denen man vergeben hat, gibt es da so ein Asyl oder sind das die Untoten? Tut man die irgendwo also in einem Pool, in einer Wartsaal? Hat zum Beispiel Jesus an Petrus gesagt, okay, ich vergebe dir nach der Kreuzigung, nach der Verleugnung, aber ich nehme dafür lieber doch einen anderen Apostel, weil so viel vertrauenswürdig bist du jetzt nicht mehr. Wir wissen genau, die Geschichte geht anders weiter. Jesus hat dem Petrus nachher gesagt, weide meine Schafe. Er hat ihm also seine Schafe anvertraut. Er hat ihm komplettes Vertrauen wieder geschenkt. Und genau das ist, was Johannes 21, Vers 16 zum Ausdruck bringt. Es gibt gar nicht Vergebung, ohne wirklich einen Neuanfang, ohne miteinander weiterzufahren, ohne Vertrauen wiederherzustellen. Ich habe zwar jetzt keinen Flügel mehr, ich habe ihm aber vergeben. Es ist eine unglaubliche gute Geschichte, weil wir eben auch wieder zusammen neu angefangen haben. Jetzt nur noch so ein kleines Spinett hier. Mit dem muss ich halt das machen, was ich vielleicht früher mit dem Flügel machen konnte. Aber es ist mir eigentlich viel wertvoller so.